Die Produktion ist das Herzstück vieler Firmen. Der Ort, an dem das Produkt gebaut wird, mit dem der Kunde später in Kontakt kommt. Und außerdem ein Ort, der aufgrund des Zwangs zur Produktivität ständig im Wandel ist. Einst stand allein der Mensch im Mittelpunkt aller Fertigungsschritte der Produktion. Doch längst hat sich das gewandelt und es werden nicht mehr alle Fertigungsschritte vom Menschen per Hand ausgeführt, sondern immer mehr Roboter werden als Unterstützung gerade für hochpräzise oder besonders anstrengende Arbeiten genutzt. Es wird zwar bereits intensiv an hochautomatisierten Fertigungsstraßen mit ausschließlich Robotern gearbeitet, aber dennoch gibt es derzeit zahlreiche Arbeitsschritte, die noch von Menschen ausgeführt werden müssen. Und so müssen Mensch und Roboter die Produktionshalle teilen. Der eingangs erwähnte Druck zur Produktivität macht aber dennoch nicht Halt und daher müssen Taktzeiten verkürzt werden, Mensch und Roboter näher zusammenrücken, immer besser zusammenspielen, Hand in Hand arbeiten und so kommt es unweigerlich zur logischen Konsequenz, dass der Roboter dem Mensch noch näher kommt und quasi in die Komfortzone des Menschen eindringt. Doch wo endet diese Komfortzone? Wie nah ist noch angenehm? Wie nah ist zu nah? Das gilt es herauszufinden. Und hier setzt das Projekt VR Review im Virtual Reality Labor für Ingenieurinformatik und computergestützte Mathematik unter der Leitung von Herrn Schlingensiepen an. Eine Gruppe Studierender der Fakultät Maschinenbau soll hierzu als Virtual Reality Umgebung eine Fertigungshalle mit zahlreichen bewegten Objekten aufbauen, welche es ermöglicht, sich in die Lage einer arbeitenden Person hineinzuversetzen, in deren unmittelbarer Umgebung ein oder mehrere Roboter arbeiten oder sich Flurförderfahrzeuge bewegen, sodass hiermit die psychische Belastung erfahren und analysiert werden kann. Zur Realisierung des Projekts wurde über die gesamte Projektdauer den Teilnehmern des Projekts der Zugang zum VR-Labor Raum A232 gewährt. Mit der Chipkarte konnten wir ins Labor und eigenständige Arbeiten am Projekt durchführen und die dort vorhandene Hardware nutzen. Zur Verfügung standen uns neben den zwei Desktop-PCs auch zwei vollwertige Oculus Rift Hardware samt der dazugehörigen Software. Die Oculus Rift ist nach dem Hochfahren des PCs einsatzbereit. Nach dem Starten der Software, dem Aufsetzen der Oculus auf dem Kopf und dem in die Hand nehmen der Controller kann man sofort loslegen. Damit auch jeder zu jeder Zeit immer auf demselben Stand war, haben wir für die Dateiversionsverwaltung die freie Software Tortoise SVN verwendet. Für eine effektive und strukturierte Arbeitsweise haben wir uns in die hier aufgeführten Teams unterteilt. Die jeweilige Vorgehensweise wird nun im Folgenden erläutert. Zur fehlerfreien und vollständigen Darstellung der Halle bzw. des Hallensegments benötigen wir im Vorfeld zwei Packages aus dem Package Manager. Es ist wichtig, dass diese vor dem Start eines neuen Projekts aktiviert sind, da sonst einige Packages bzw. Prefabs, in unserem Fall das Bearbeitungszentrum, nicht vollständig dargestellt werden können. Die Halle besteht aus Prefabs aus dem Asset Store, aber auch aus selbstkonstruierenden Elementen. In den folgenden Schritten sehen wir, wie der Aufbau der Halle Schritt für Schritt erfolgt. Anfangs existiert nur der Boden und die Seitenwände, welche nach Ermittlung des Platzbedarfs der einzelnen Komponenten, die später in der Halle stehen werden, skaliert wurden. Zur Darstellung des Fließbandes wurde ein Tisch aus dem Asset Store zum Fließband umdefiniert. Darauf aufbauend wurde das Bearbeitungszentrum modelliert, hier wurden selbst konstruierte und vorgefertigte Elemente aus dem Asset Store kombiniert. Das Hallendach besteht aus modellierten Planes, welche je nach Einsatz ein vordefiniertes Material zugewiesen bekamen. Der realen Produktionsatmosphäre nachempfunden, wurde zudem ein Gabelstapler aus dem Asset Store eingefügt. Dieser bewegt sich mit Hilfe eines angepassten Animation Clips auf der Straße hin und her. Im Nachgang hielten weitere Details Einzug in die Halle, so finden auch wichtige Sicherheitseinrichtungen, wie etwa ein Feuerlöscher oder die Beschilderung des Notausgangs, ihren Platz. Der Hallenabschluss wird durch den virtuellen Hallenaufbau bzw. durch die Hallenwände komplettiert. Durch das hinterlegte Skript hat der Benutzer auch die Möglichkeit, die gespawnten Hallenlängen bzw. die gespawnte Hallenlänge nach seinen Wünschen festzulegen. Als Vorlage für die Roboter haben wir aus kostenlosen Quellen 3D-Modelle von Industrierobotern heruntergeladen, diese im Unity integriert und in realitätsnahen Farben eingefärbt. Damit sich die Roboter später um ihre richtigen Achsen drehen,
und der korrekte Bewegungsablauf umgesetzt werden kann, wurden neue Koordinatensysteme als leere Game Objects in den Drehachsen der 3D-Modelle platziert und in der Baumstruktur entsprechend eingeordnet. Im Anschluss daran realisierten wir mit C-Sharp-Skripten in Visual Studio die ersten Bewegungen mit Hilfe des Rotationsbefehls. Wie hier zu sehen ist, gibt es aufgrund von fehlenden Bedingungen noch keinen geordneten Bewegungsablauf. Daher wurden die Skripte um zahlreiche Bedingungen in Form von If-Schleifen erweitert, bis wir den gewünschten kontrollierten Bewegungsablauf erreichten. Nach dem Hinzufügen von visuellen und akustischen Effekten und der zeitlichen Abstimmung auf den Produktionsablauf konnten ein Greifroboter, ein Schweißroboter und die hier gezeigte Konstellation fertiggestellt werden. Hier sieht man die Anfänge der Bewegung des Werkstücks. Als Werkstück hatten wir uns für ein Motorrad entschieden. Auf der linken Seite wird es gespawnt und auf der rechten wieder zerstört. Nach weiteren Implementierungen im Skript kommen nun nach bestimmten Wegabschnitten neue Teile hinzu und am Ende wird das Motorrad zerstört. Abstand und Geschwindigkeit sind hierbei variabel einstellbar. Die Veränderungspunkte werden als Array übergeben. Dies konnte so in das Endprojekt eingebaut werden. Zur Unterstützung von Virtual Reality Funktionen muss in Unity zunächst die entsprechende Option aktiviert werden. Im Asset Store und online findet man viele bereits fertig programmierte Pakete, auf denen man sein Projekt aufbauen kann. Der Leap-Sensor erkennt die menschlichen Hände und ermöglicht es, mit der Virtual Reality Umgebung zu interagieren. Dazu muss zunächst die entsprechende Software in das Projekt integriert werden. Durch Einbindung des OVR Player Controllers können wir uns mit Hilfe des Joysticks auf dem Oculus Touch Controller durch die Spielumgebung bewegen. Das Leap Rig und der Interaction Manager ermöglichen es, mit der Spielumgebung zu interagieren. Der Leap-Sensor erkennt dabei die menschlichen Hände. Der Interaction Manager berechnet die physikalischen Auswirkungen der Bewegungen auf Objekte im Spiel. Bei Problemen mit der Ausführung lohnt sich immer ein Blick in die Konsolenleiste, in der Fehler beschrieben sind und das Skript verlinkt ist. Wir können nun mit unserer Virtual Reality Umgebung interagieren und zum Beispiel Objekte greifen und bewegen, als würden sie vor uns auf dem Tisch stehen. Wir haben nun zwei Avatare ins Spiel integriert. Einer davon stellt den Werker dar, der an seiner Arbeitsposition am Band steht. Der zweite Avatar ermöglicht es, sich in der Fabrikhalle zu bewegen, beispielsweise in der Rolle des Produktionsleiters. Mit einem Button auf dem Joystick kann man zwischen den beiden Rollen wechseln. Zur Konfiguration der Hallengröße und den sich darin befindlichen Robotern kann man mit Hilfe einer Excel-Tabelle die Anzahl der Bearbeitungsstationen und deren Entfernung zum Werker beliebig festlegen.